Was guckst du dir da an, du Vollidiot? 18 Slime-Blöcke. Warte, du brauchst 600 Rails für diese Farm? Hey! Ich nutze jetzt meine Efficiency Fortune 3 Pickaxe. Und wir gucken mal, wie viele Dias da rauskommen. Teilweise kriege ich 3, 2, 1 immer wieder mal raus. Doppelte, dreifache manchmal auch, je nachdem. So, und insgesamt habe ich jetzt 40 Diamanten. Das schmeckt. Ich habe gecallt 38. Weißt du, was ich meine? Das ist so krank OP. Du kannst eigentlich nicht ohne Dings, kannst du das gar nicht machen. Guck mal, zum Beispiel, das gleiche geht es auch mit Kohle. Ohne Fortune 3 brauchst du keine Pickaxe haben eigentlich. Und das ist so günstig. Wir fahren jetzt gleich noch rüber. Ich kaufe dir das. Dann machen wir den Mending drauf. Wie viel Level hast du gerade? 22. Könnte sogar reichen. Und dann gehst du einmal nach unten unter die Höhle und farmst dir den ganzen Sch*** zusammen. Das geht so schnell. Wenn du dann wirklich einmal 10 Minuten grindest, hast du in 10, 20 Minuten hast du bestimmt 6, 7 Dia-Vorkommen gefunden. Farmst die ab, dann hast du super schnell, hast du 64 Diamanten zusammen. Also ist halt gar nichts mehr. Vor allen Dingen, wenn du es halt überlegst, wir haben die krankste Hyperinflation hier gerade. Die verkaufen die Bücher zum Schrottpreis wirklich, Alter. De facto ist es nichts mehr wert, Diamanten. Aber ist doch geil. Also für uns ist es halt super, super einfach. Weißt du, was ich meine? Nö. Ich hatte sogar vor zwei Stück, ich habe genau 38 geraten. Doppelte Diamanten rausbekommen. Guck mal, Kohle jetzt zum Beispiel. Aus dem Ganzen hier, Chef Strobel, kriege ich jetzt locker 4,5 Stacks, 5 Stacks Kohle raus. Strobel? Strobel! Ja, ja, ich bin da. Guck mal, du kannst auch so machen, dass du dir noch eine Silk Touch Pickaxe holst und das so machst wie ich. Dann hast du nämlich am Ende ein richtig geiles, befriedigendes Gefühl, wenn du tatsächlich alle Ores, die du hast, nebeneinander aufreißt. Wo ich auch wieder Dias und wieder Ding. Ich wär nichts. Wie soll ich Wieso hast du denn nichts, Mann? Ey, Junge, du verstehst dich nicht, oh Mann. Na, Strobel, du hast dich ein bisschen verlaufen in deinen Farmen. Wir grinden dich jetzt bis heute Abend, bis du full Netherite. Ich sag's dir, wie es ist. So, komm mit, Strobel. Brenn noch kurz mein Eisen und dann können wir los. Mhm. Komm, Strobel, pass auf, ich mach das jetzt einfach. Warte mal, ich hol kurz mein Holz. Ich mach dir jetzt auch direkt eine Pickaxe dafür, ja, mit Silk Touch. Nein, ich mach das jetzt, Chef Strobel. Ich schieß jetzt mal auf die zwei Dias, die du mir noch schuldest. Du kommst jetzt einfach mal mit. Wir kaufen jetzt die ganzen Sachen da hinten und gut ist. Nervt mich einfach. Also, wir haben so starke Gruppe und du bist ein bisschen hinterher und das darf eigentlich nicht sein. Wir müssen es aber aufhören, auf dir rumzuhacken, sondern wir müssen dich jetzt eigentlich aufbauen. Weißt du, was ich meine? Na, komm mit, Strobel. Guck mal, Strobel, das ist doch Scheiße, wenn du immer wie Wohlfahrt behandelt wirst, Alter. So, du brauchst. Was hast du drauf? Mending brauchst du zwei. Hast du Mending auf beiden Pickaxes drauf? Nee, ne? Ich hab. Wie auf beiden. Du hast eine Pickaxe. Okay, gut, Ruhe. Dann brauchen wir Silk Touch. Das sind 3 Diamanten. Fortune 3. So, hast du Unbreaking überall drauf? Unbreaking habe ich auf meiner Pickaxe drauf, ja. So, pass auf. Das heißt, das sind 4 Diamanten, die ich zahlen muss. 1, 2, 3, 4. So, komm mit, Strobel. Guck mal, das ist halt so easy, sich wirklich hier die Sachen zusammen zu k***en. Das ist so geisteskrank einfach, Digga. So, Strobel. Und jetzt mache ich dir zwei Pickaxe schnell. Die eine hat dann nur kein Unbreaking. Müssen wir gucken, sobald die wieder Unbreaking haben. Kaufen wir das. Ich glaube, es ist gerade kein Händler online von denen. Nee. Genau. Komm einfach mit mir hoch. Schwimm das Wasser einfach hoch. Und dann machen wir das alles schnell fertig. Das Ding ist nämlich, also du musst halt nicht mal weit fahren zum Dia-Farm. Weißt du, was ich meine? Also okay. Es reicht tatsächlich, wenn du halt wirklich 2 Minuten in eine Richtung fährst, dich einfach runterbuddelst. Da sind überall noch keine Tunnel, noch keine Stollen, gar nichts, Digga. Egal. Gib mir gleich deine Pickaxe einfach und dann craften wir bei mir zusammen. Dann gebe ich dir noch, weil ich wollte ja noch Essen geben, dann gebe ich dir noch ein bisschen was Backkartoffeln und dann können wir los. Dann fährst du direkt einfach bei Spark geradeaus bis zur übernächsten Insel fährst du, Strobel. So, pass auf, ich mach dir kurz eine Pickaxe mit Mending, mit Silk Touch, mit Unbreaking. Ja gut, Efficiency habe ich jetzt keins gekauft, Müsstest du dir später noch drauf verzaubern. Hier einmal. Okay. Kann ich zusammenlegen? Ja, kann man noch. Gib mir mal deine andere Pickaxe schnell. Wie viel Level hast du, Strobel? 22. Okay, pass auf. Mach mal das Buch auf diese Pickaxe und das Buch auch auf diese Pickaxe. Die beiden Bücher drauf. Dann hast du jetzt schon mal eine starke OP-Pickaxe und dann musst du auf die andere nur noch Efficiency drauf, Digga, und dann ist das gut. Protection 4, wo mache ich das drauf? Auf die Rüstung, ne? Aber auf die Beine und auf die Brust, ne? Was willst du von mir? Ich höre dir gar nicht zu. Ich weiß gar nicht, wo man was drauf macht. Was ist Sweeping Edge überhaupt? Sweeping Edge kannst du auf deine Angel machen. Nein, das stimmt nicht. Okay, du hast recht. Ich brauch halt XP, aber Revi hat die XP-Farm zerstört. Ach, du bist so dumm. Nimm dir einen Bogen, Alter, und schieß auf die Dinger drauf. Chef. Popel, Digga, wirklich, Mann. Revi ist vielleicht zu triggern einfach. Nee, Alter, ich bin nicht gleich zu triggern, ich hasse einfach Dummheit. Das triggert mich. Kann man eine Goldfarm bauen, Revi? Alter, das ist nicht möglich, nee, ne? Man kann, das ist rausgepatcht worden mit der 1.9. Wenn man jetzt eine Goldfarm baut, kommt Notch und haut dir höchstpersönlich in die Ach, Goldfarm hat doch Spark, bin ich gerade beschickt oder so? Chef Popel, Alter, geil. Ja, wir müssen erstmal, was heißt nochmal Zuckerrohr auf Englisch? Sugarcane. Digga, Repass? Ja? Macht der hier gerade, also forciert Chef Strobel hier gerade ein gewolltes Trimax-Image oder ist er einfach dumm? Ich baue jetzt einen Sugar-Farm-Kern, ich brauche Slime. Und wer von euch hat Slime von euch beiden? Niemand. Klasse. Wie viel Slime brauchst du? Ja, ich kann es dir gleich sagen, das Video hat gerade gestartet. Er macht da jetzt mal so einen Übersicht. Hier steht. 18 Slime-Blöcke. Slime-Blöcke auch noch? Ach so? 18 Slime-Blöcke? Warte, du brauchst 600 Rails für diese Farm?
Was guckst du dir da an, du Vollidiot? Minecraft Sugarcane Farm, 1300 per Hour. Hä? Junge. Das brauchst du nicht. Wofür brauchst du das? Ich mach Dings. Ich verkauf Raketen. Hat Chef Strubbel bis jetzt eine Farm gebaut, die funktioniert? Er fängt schon die 30. neue Farm an, Alter. Ja, hä? Ich mach du immer eine Farm, Alter. Und es passiert einfach nichts. Ja, und ich frage mich ständig nach Sachen. Hast du Slime? Hast du das? Hast du jenes? Hast du mir eine Farm gebaut? Eine einzige Schöpfung, bitte! Ich verkauf Raketen! Die Melonenfarm, die kann man bald zu Dings. Ja, warum Melonen? Keine ja, ist Melonen, hör zu. Aus diesen Melonen kann man demnächst auch noch, wenn ich noch den Dings baue, den Trichter, kann man daraus Dings machen. Bone Meal. Du brauchst doch Bone Meal für deine Farm, oder? Melonen sind ja, dann mach doch mal bitte, mach mal was! Melonen sind ja, ich brauch aber für Bone Meal. Kaktusfarm ist für Bone Meal OP. Nein, Melone ist OP, hat Nebelnik vorhin gesagt. Alter, du. Melonen haben kein Plus-1-Chance. Das hat Spark gestern richtig lange erklärt. Eine Melone macht einen Hopper nicht mit Plus-1 voll. Alter, Strobel, bitte, wirklich, wir müssen mal reden, Mann. Wie dupliziert man denn Items? Hey! Entschuldigung, wieso hast du dir denn mitten auf dem Wasser was geholt? Ich baue so eine fette Ölbohrinsel, aber als Forschungsstation quasi. Alter, du bist ein kranker Piskopath. Hallo? Danke, das ist genau das, was ich gerade wollte. Moin, was geht ab? Steig ein, mein Schatz. Ja, wir müssen auch direkt, siehst du die Kabels, die mit dem Sugarcane? Rechts daneben müssen wir. Wie? Und dann müssen wir tauchen. Nee, links daneben. Sorry, ich bin dumm. Okay. Hier? Ja, weil. Oder hier? Ja, genau. Hier? Da. Ja, siehst du im Wasser die Türen da unten? Hier? Unter mir? Ja. Ja, dahin. Da ist ein kleines Loch. Oh, Delfin hat mir Power gegeben. Ich schwimme zu schnell. So, hier ist nämlich meine Mine. Ich habe hier extra so gebuddelt, auf meiner kompletten Plattform, dass ich hier überall so drei breite Gänge habe. Ja. Um zu sehen, ob ich hier irgendwo einen Slime-Chunk habe. Ja. Und wenn du F3 und G gleichzeitig drückst, dann siehst du, dass dieser Chunk hier, das hier, ist ein Slime-Chunk. Zu 100%. Weil ich das abgeschlossen habe mit Glas und habe dann da hinten gewartet, als keiner auf dem Server war. Und da sind sehr viele Slimes gespawnt. Und der muss komplett ausgehöhlt werden dafür. Genau, also pass auf. Hier nämlich die weitere Info, die ich hier geben wollte. Ja. Ich glaube, weil das ist in Minecraft tatsächlich öfter so, dass in so einem großen Bereich wie der unter meiner Base auch mal zwei Slime-Chunks nebeneinander sind. Ja. Manchmal sogar drei. Oh. Und ich würde erstmal alle weiteren Gänge graben. Aber haben nicht voll viele Leute? Also, warte mal. Also, ja, was denn? Ich würde erstmal gucken, ob hier noch mehr Slime-Chunks sind. Ja. Und gucken, dass zwei oder drei vielleicht nebeneinander liegen. Okay. Und dass wir dann eine noch fettere Slime-Farm bauen. Aber kann ich nicht den schon mal aushöhlen? Das können wir auch machen. Wir können den provisorisch bauen und wenn ich noch was Fetteres finde, machen wir den fetten. Hä? Hier, macht's. Warte mal. Hier war gerade so ein grüner Effekt, als ich einen Block abgebaut habe. Okay. So ein grüner Drip, als wäre hier ein Slime-Chunk. Ne, also das kommt nicht. Das war aber da gerade, ich schwör's dir. Hä, ich schwör's, ja, schick das mal war Clip, da. Wenn das so ist. Kann doch, einer doch, aus doch, Chat, sag doch. Ich schwör, den ersten Stein, den ich abgebaut habe, war so ein kleiner grüner Driplet. Ich schwör's. So, das Ding ist, wir müssen den Slime-Chunk nach oben bis Höhe 40 ausbuddeln. Höhe 40. Ja, das ist exakt unter der Wasserdecke quasi. Ja. Leute aus meinem Chat, ihr müsst keinen Clip bei mir machen, ne? Bei mir werdet ihr das nicht sehen. Das da, dieses grüne Ding. Das hier, dieser Partikel. Seht ihr das? Das ist doch nicht normal. Da sind grüne Partikel. Gesehen, auf jeden Fall. Da, das sind doch grüne Partikel. Ich hab's sogar auf Aufnahme. Guck mal hier. Nein, pass auf, Remi, guck mal eben bitte. Das muss ich dir noch erklären, weil wir müssen nicht nur den Chunk ausheben. Die Slimes müssen irgendwo runterfallen. Deswegen platzieren wir hier so, hier quasi, einen Eisengolem. Slimes sind übel agro auf Eile sind Golem. Die hassen den die hassen den richtig, so wie du, Pets. So. Ja. Und dann sehen die den und dann springen die einfach blind hier hin und hier ist eine Lücke. Was für Idioten. Die durchfallen. Oh mein Gott, wie peinlich. Achtung, Wasserloch! Klim, wir können das niemals ausheben. Guck mal hier. Warum? Guck mal hier. Oh, das wird anstrengend. Wir brauchen Sponges. Aber ich kann mir Sponges ausleihen. Ich habe einen Sponges-Ausleiher-Dienst. Wer ist das? Castcrafter. Kenn ich.